Willkommen zurück, hier auf dem Indigo-Plateau. Wir stehen vor dem anderen Top 4, haben uns das letzte Mal vorbereitet und sind jetzt eigentlich bereit, gegen die Top 4 anzutreten. Und ich muss was zugeben, überhaupt nicht, aber ich habe offscreen trainiert und ich habe verdammt lange trainiert. Ja, oh Gott, na. War jetzt nicht so spannend, aber okay. Gut. Ja, nicht erschrecken, ich habe, wie gesagt, ziemlich viel trainiert. Und so schaut mein Team jetzt aus. Ich bin auch noch so rumgelaufen. Ja, ich habe eigentlich hauptsächlich in der Siegelstraße trainiert, weil wenn da kommen ja Pokémon teilweise für Level 48. Die, zum Beispiel Onix Level 48, da kriegt man halt dann. Es ist dauert schon noch lang, aber wenn du ein Pokémon auf Level 45 hochtrainierst, dann kommst du dann schnell auf Level 50. Und ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie noch weitergemacht und ja. Ich habe jetzt hier noch die 7 Sonnenbaum-Moms, aber die will ich, wenn ich einen Sonnenbaum benutze, dann zeige ich es natürlich onscreen. Dass niemand sagt, ey, du hast welche gecheatet oder sowas. So will ich das ja nicht, ne? Deswegen hier Starmie war ich dann irgendwie zu faul weiter zu trainieren. Ich weiß auch nicht warum. Aber ja, das kriegt jetzt auf jeden Fall Sonnenbaum-Mom. Om nom 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 nom. Und Starmie ist eins der wichtigsten Pokémon für mich jetzt hat in meinem Team. Gegen die Top 4. Oh, Entschuldigung, bin ich gerade beim Popschutz vom Mikro hängen geblieben. Und deswegen wird Starmie auch auf Level 55 hoch gefüttert. Okay, gut, komm schon. Ja, ah, kann man ja schon überspringen. Okay, ach, ich habe. Boah, habe ich eigentlich die ganzen Sonderbonbons, freue ich mich. 7 Stück? Ja, okay, das ganze Spiel gesammelt. Ja, okay, dann sind 7 Sonderbonbons doch nicht so viel. Wenn man überlegt, wenn ich über das ganze Spiel verteilt Sonnenbaums aufgesammelt hätte oder hab, also viele sind es ja nicht. Weil in jeder Arena-Stadt kann man dann fast sagen, findet man einen. Okay, 55, boah, jetzt hat. Also mit dem Team muss ich jetzt. Müsste ich es jetzt eigentlich auch schon schaffen. Hier, Level. Die wichtigsten habe ich jetzt mal. Machomai und Nidoking sind jetzt nicht so wichtig. Die am allerwichtigsten ist eigentlich Starmie für mich, jetzt halt für meine Taktik und Simsala. Aber ich kann trotzdem nicht auf der 10 und Glurak verzichten und die anderen sind dann quasi noch die Notreserve, also so möchte ich es jetzt machen. Und warte, mit wem möchte ich nochmal am Anfang spielen? Oh Gott, ich habe es mir vorher überlegt, jetzt habe ich es vergessen. Das erste ist ja Lorelei, ne, mit Eis-Pokémon. Also, weil die meisten sind auch vom Typ Wasser und dann werde ich am Starmie, glaube ich, nehmen. Weil ich könnte zwar auch mit Zazenia vorne, aber mit Eisattacken ist halt dann Pflanze schnell im Eimer. Und okay. Gut, ich habe auch noch ein paar Tränke und Beleber gekauft, weil. Also nur ein paar, 5 mehr oder so, als ich. Weil ich habe Schiss, ehrlich gesagt, ein bisschen, dass wir es nicht schaffen, deswegen habe ich auch so viel gelevelt. Ich glaube aber jetzt mit dem hohen Level müssten wir es. Also da müssen wir es eigentlich packen, ey. Aber ich denke, in dem Zustand vom letzten Mal. Hätte ich voll gefailt. Naja. Okay, puh, ich bin aufgeregt. Wir stellen uns. Entschuldigung. So. Gut, wir sind hier in der blinkenden Arena. Wir können nicht mehr zurück. Wir müssen uns Lorelei stellen. Willkommen in der Pokémon Liga. Ach ja, ist ja die Frau. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Haha, bist du bereit? Oh, die lacht sich da an, die ist schon voll, die ist ja voll der Psycho. Sorry, ich hab's irgendwie gerade an meinem Hals, ich weiß auch nicht. Okay, 5 Pokémon. Als erstes kommt Yugong. Gut, okay, Yugong, zeig mal, was du drauf hast. Gegen unser tolles Starmie-Ball, das sieht viel aus. Okay, ja, Donnerblitz natürlich, keine Frage. Gut, hoffen wir mal. Solange wir nicht einfrieren, ist alles gut, weil ansonsten macht Eis eigentlich jetzt nicht so sonderlich viel Schaden gegen uns. Oder es ist auch nicht sehr effektiv gegen Wasser. Ja, gut. Ja, also dann, solange wir nicht einfrieren, ist alles gut. Und damit wäre das erste Pokémon von ihr down. Und bis jetzt hätte ich vielleicht gar nicht noch noch gar nicht leveln gebraucht, hätte ich das so geschafft. Aber
später dann kommen auch Pokémon Level 60 und das wird dann halt schon ein bisschen heftig, wenn du dein höchstes Pokémon Level 50 ist. Und deswegen, ja. Okay, hier hat noch einen Lapras, da bleiben wir natürlich bei Starmie. Oh, hier hat wahrscheinlich meine kratzige Stimme. Aber ist mir jetzt egal. So, okay, sie holt Lapras. Wir bleiben bei Donnerblitz. Sorry. Okay. Lapras ist fast besiegt. Ich denke, ihr könnt es mit zwei Schnellen anleihen von Fußstrahl. Das kommt gerade gar nicht recht. Weil wir könnten eigentlich locker durch, aber wenn wir uns jetzt noch selber eine Runde hauen. Okay, Mist. Naja, doch nicht zwei Angriffe. Aber ich denke, wir. Bis jetzt schaut der Kampf eigentlich ganz gut aus, als die Lorelei. Packen wir locker, solange es damit trifft. Jawohl, es trifft. Okay. Die Animation von Donnerblitz schaut fast so aus wie der Donnerschock von der gelben Edition damals. Und okay, jetzt haut sie schon ganz schön rein. Ich denke, ich werde mal Genesung einsetzen. Und sie wird auch Genesung einsetzen, verdammt. Na gut, dann eben wieder beide mit voller KP weitermachen. Das ist ja gar nicht so. Nee, ich kann mich jetzt... Wie kann ich mich bitte selbst verletzen, wenn ich Genesung einsetze? Komm schon. Treff. Ah, ja, gut. Nein, ernsthaft, wie kann ich bei Genesung mich selber schlagen? Das tut mir ja seine inneren Kräfte aktivieren oder was auch immer. Na, egal. Ach, verdammt, jetzt sind wir auch noch paralysiert, okay. Das wird noch ganz schön heikel. Oh, wir kommen nicht zum Anschlag. Sind verwirrt und paralysiert. Jawohl, aber wir treffen. Beim nächsten Angriff sind wir auch wieder von der Verwirrung befreit. Und ich hoffe, wir können es mit einem zweiten Angriff besiegen, oder? Aber jetzt wird es für uns kritisch, langsam. Okay, ja. Sind nicht mehr verwirrt und treffen, jawohl. Okay, Lapras, komm schon. Und, jawohl. Es ist down, okay. Sehr schön, wir haben viel Erfahrung. Und er holt Austausch raus, ich denke. Ja, ich muss bleiben und ich denke, ich setze jetzt einfach Top-Genesung ein. Ich will zwar eigentlich meine... Ja, okay, ich habe genug Items. Ich habe Items oder Items, wie auch immer. Ja, wo ist er denn? Ja, ganz unten natürlich. Und ach, ich habe vergessen, meine Dinger einzusetzen. Egal. Okay, gut. Statusveränderung geheilt und... Ach, 120 KP wieder aufgefüllt. Gut, er lässt hageln, aber das soll uns nicht stören, weil das zieht jetzt nicht wirklich viel ab, oder? Oder? Wie viel macht es denn? Ja, nicht wirklich viel. Okay, und was nämlich, ja. Okay, und ich habe nochmal nachgeschaut. Klar, Äther, kann man nicht kaufen. in jedem Pokémon-Spiel. Und es war jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich jemals versucht habe, Äther zu kaufen. Und deswegen ist es mir aufgefallen. Ah, Mist, ist jetzt. Kommt schon jetzt kein Schutzschild. Gut. Weil ich würde gern AP sparen. Und jawoll, sehr effektiv. Also, ja, sehr effektiv ist klar, aber jawoll, das ist down. Okay, als nächstes holt er Lamus. Ja, das Wasserpsycho, das tun wir auch mal mit Donnerblitz. Man merkt schon, der erste der Top 4 ist eigentlich hauptsächlich Starmie dran. Jawohl, ja. Der Hagel langsam nervt er schon ein bisschen, aber Lamus wird auch getroffen. Und das ist nur gut. Okay, Donnerblitz. Bam. Und wie viel zieht's denn hier ab? Ich glaube, das hat eine höhere Spezialverteidigung, Lamus, das merkt man. Und, ah, verdammt, jetzt ist das gerne. Okay, wir schlafen aber noch nicht. Und bei einem anderen Pokémon werde ich dann eh wechseln. Er hat nämlich noch einen Rosana dann. Und das ist nicht vom Typ Wasser. Eispsycho. Und da möchte ich dann zu Glurak wechseln. Das wäre jetzt ganz toll, wenn das jetzt gleich nach dem Lamus wäre, weil dann macht es nichts, dass Starmie einschläft. Oder ich könnte sogar verhindern, dass Starmie einschläft. Hm, jawohl. Luck ohne Ende. Okay, Glurak. Deine Chance. Mit neuer Power. Oder ich kenne sie ja inzwischen jetzt schon oft genug. Aber ihr habt sie noch nicht gesehen. Und ich habe nicht Drachenwut gelernt. Ich weiß nicht, irgendwie. Macht immer nur 40 KP. Ich finde das jetzt nicht so der Hammer.
Ja, aber ich hab's auch ewig nicht mehr benutzt. Kann sein, dass ich da irgendeinen komischen Effekt vergessen hab. Flammenwurf müsste doch eigentlich ausreichen, oder? Weil ich habe lieber die Garantie des Treffers. Und nein, es reicht nicht, okay. Todeskuss. Aber es geht daneben, sehr schön. Dann fliegen wir. Dann will ich das auch mal einsetzen. Nein, ach ja, stimmt. Das hätte mir irgendwie klar sein sollen, Top-Genesung. Gut, dann war das ja... Dann war das ja doch nicht so schlau, dass ich fliegen eingesetzt habe. Verdammt. Egal. Boah, zieht das viel ab bei Rosana. Okay, Todeskuss. Ist das... Ach so, wir schlafen nur ein, okay. Dachte, das ist jetzt so was Schicksalsbandmäßiges, dass wenn ich drauf gehe, dass er dann auch drauf geht. Dass wenn er drauf geht, dass ich dann auch drauf gehe, ansonsten wäre es ja okay. Ja, ich bleibe jetzt einfach Schlitzer und hoffe, dass er... Ja, ich denke... wir werden nicht so schnell aufwachen, das ist jetzt natürlich schlecht. Fuck. Okay, jawohl, wir wachen noch. Oh, Glurak, danke. Komm schon. Ja. Sehr schön. Okay. Jawohl, und damit haben wir Lorelei besiegt. Es sollte nicht so laufen. $10.000, ey. Die Typen sind reich, ey. Wie verdienen die? Die verdienen tonnenweise Kohle. Du bist besser, als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die ich noch erwarten will. Ich und vorlesen. Die Blinklichter sind hier auch aus und... ja, genau. Ich muss mich mal heilen, aber ich möchte jetzt halt nicht in Top-Genesung einsetzen, sondern gleich kann ich gleich mal die Tränke hier aufbrauchen. So, ein Supertrank. Glurak. Was hat Starmie eigentlich gerade für ein Item? Ich weiß es gar nicht. So, ja, nimm ruhig so viel du willst. Okay, und Starmie auch noch. Muss ich mal schauen, was Starmie für ein Item hat. So, zurück, zurück. Okay, Pokémon. Ich werde es doch nur anschauen. Münzamulett. Ach, deswegen haben wir so viel Kohle. Ah, ich verstehe. Das lassen wir noch dran. Jetzt ist es ganz unten, oder? Nein. Doch nicht. Oh, okay. Da war es doch, oder nicht? Nein, das war ein Münzkorb. Münzamulett. Das ist bestimmt bei den Items, fällt mir da drauf. So, wo ist es denn? Ganz unten? Ja, ganz unten. Das geben wir... wer ist denn nochmal der zweite? Ach ja, genau, der Steintyp. Ich bin nicht sicher, sein letztes Pokémon war, glaube ich... ja, genau, es war, glaube ich, auch ein Machomai, aber... Aber was ist nochmal effektiv gegen Kampf bei uns? Ja, egal, ich gebe es jetzt einfach mal Simsela. Das ist auf jeden Fall gut gegen Kampf. Und ja, ach, ich bin jetzt zu faul, die ganzen anderen Items einzusetzen. Okay. Gut, wir schauen dann mal. Als nächstes kommt sein. Er kämpft jetzt erst mit dem Onix, deswegen möchte ich Sarzenia vorne hinsetzen. Und eigentlich ist der Part jetzt ja schon recht lang, aber ach. Den Spot machen wir auf jeden Fall noch. Gut, hier wieder blinken mit Felsen und der Typ hat kein T-Shirt an. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Simon, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff. Na, ja, gut, dass wir viele mit einer hohen Spezialverteidigung haben. Okay, die Pixel-Leute da wollen kämpfen. Gut, ach ja, genau, da hockt ja in seinem Schneidersitz da. Das fand ich mal cool, der hockt da gemütlich am Boden. Und wir haben ein episches Battle. Okay, es ist Level 51, okay. Gut, ich... Soll ich es einstellen? Ich hoffe einfach mal, es trifft. Jawohl, es trifft. Okay, gut, dann habe ich jetzt schon mal nur Glück gehabt. Und... soll ich Solarstrahl einsetzen? Ist im Prinzip egal, weil... ich werde bestimmt mit einem Rankenhieb, kann ich es bestimmt nicht down kriegen, oder? Ach, egal. Ich probiere es einfach aus. So... Okay, es reicht doch, okay. Also seit 10 Jahren ist deutlich stärker geworden, ne? Ihr holt als nächstes Nocturne raus, da wechseln wir doch. Dann gegen einen Kampftypen holen wir doch unser Psycho-Pokémon raus. So, Simsala.
voll unfair. Die müssen uns immer sagen, welches Pokémon sie wählen. Und wir können dann einfach immer wechseln, was effektiv ist. Eigentlich voll unfair. Gut. Der müsste down sein. Psystrahl hat Haut. Ja, okay, Psystrahl von Simsela ist eher effektiv. Haut übelst rein. Gut, Erfahrung, schön. Und okay, er wartet gleich mit dem nächsten Kampf-Pokémon auf. Das heißt, das ist genauso schnell erledigt wie Nocturne. Ah ja, Kikli haben wir ja auch genommen gehabt. Aber, ja, nie benutzt. Oh, okay, es überlebt. Verdammt. Das war jetzt ganz schlecht, weil... Simsalas... Nein! Ah, jetzt hätte ich echt Psychokinese einsetzen sollen. Weil Simsalas normale Verteidigung... Hat eine hohe Spezialverteidigung, aber die normale Verteidigung ist... Für den Arsch. Sind wir schneller oder ist es erst... Ich hoffe einfach, wir sind schneller. Oh Gott, zum Glück. Ja, okay, das war jetzt ganz schön... Das war knapp. Puh. Gut, dann setze ich jetzt lieber Psychokinesia ein. Oder ich wechsle gleich. Zu Satsenia wird zurück. Okay, das Onyx. Welches Level hatte nochmal als erste? 51, genau. Okay, das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob wir das mit Rankenhieb down kriegen, aber ich probiere es mal. Verdammt, es ist schneller als wir. Okay, nicht zu viel, nicht zu viel. Volltreffer. Ah gut, es war nur ein Volltreffer. Ich dachte schon, der normale Angriff macht zu viel. Aber es ist down. Sehr schön. Okay. Das nächste soll der Macho mal raus. Ich bräuchte eigentlich nochmal Gigasauger, aber das würde uns garantiert plätten. Deswegen greife ich einfach zu Simsela. Und hoffe, dass eine Psychokinese ausreicht. Ansonsten ist Simsela Geschichte. Das ist jetzt, glaube ich, schon Level 56, ja. Man sieht, es zieht deutlich an, das Level der Gegner. Okay, Psychokinese. Und komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Nein! Oh, verdammt. Okay. Das nenne ich mal Pech. Gut, Er setzt auf jeden Fall einen Top-Trank ein. Oder Top-Genesung oder was auch immer. Dann, ja, Dann halte ich mich jetzt an. Ach so, okay, er hat noch eine Beere. Aber das ist vielleicht gut, weil kann sein, dass durch die Beere er jetzt keinen Trank einsetzt und dass ich ihn dann noch besiegen kann. Mist, okay, er setzt trotzdem noch Top-Genesung ein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Gigasauger mir genug Energie zurückbringt. Schade, ich hätte gedacht, Simsela packt das locker mit einem Schlag. Und okay, das macht nicht wirklich viel aus. Zu wem wäre es denn gut gegen Kampf? Na, ich schläf es ein. Und mach dann einfach langsam mal was sicher. Oder, genau, jetzt erteile ich mich noch einmal auf. Mit Gigasauger. Hoffe, dass es noch schläft und wechsle dann zu Glurak. Okay, oder ich setze gleich Solarstrahl an. Eigentlich müsste es reichen, oder nicht? Ja, müsste eigentlich reichen, Solarstrahl. Machen wir mal, ich schläfe hier noch. Ja, okay, komm schon. Solarstrahl. Gut, es lädt sich auf. Verdammt, ist es aufgewacht. Aber es setzt nur Grimasse an. Haha. Was senkt das den Angriff? Nein, nur die Verteidigung. Ach nein, die Initiative, okay. Verdammt. Ja, nein. Volltreffer, war das knapp. Okay, komm. Killers. Ansonsten setzt er wieder Top-Genesung ein. Jawoll. Okay, puh. Jetzt wurde der Kampf war schon etwas heftiger. Aber wir haben Bruno besiegt. Wie konnte ich verlieren? Und wieder schön viel Geld bekommen. Verdammt. Ach, ich hätte sogar mit dem Münzamulett gewonnen. Ich bin erledigt. Doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Gut, okay, wir setzen jetzt erstmal eine Top-Genesung ein. So. Ach ja, Simsela ist ja ganz besiegt. Stimmt. Da brauche ich sogar einen Beleber. Ja, dafür muss ich keinen Äther einsetzen. Okay, Beleber ist ziemlich weit oben. Wo ist er denn da? Gut, okay, dann Simsela. Erwache. Es lebt. Es atmet ja und so weiter. Und, wir haben sogar dreimal Top-Äther, okay.
gut. Ja, setze ich einfach einmal Top-Trank ein auf Simsala. Bam. So, okay. Ja, da hätte ich auch einfach einen Trank einsetzen können, aber egal. Gut. Wir haben uns wacker geschlagen, die ersten zwei sind besiegt. Aber was uns hinter der nächsten Tür erwartet, das schauen wir uns erst im nächsten Part an. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen und ich konnte die Spannung ertragen. Nein. Aber ja. Gut, ich hoffe, wir sehen uns in meinen nächsten Videos und bis dann.